So, ihr Lieben, also wir haben uns jetzt ein wenig entfernt von Oradam Village, sind mit dem Speeder direkt hier zum Volcano Camp geflogen und müssen jetzt hier an diese kleine Ecke. Ihr erinnert euch, hier haben wir den Verrückten damals getroffen, der hier geangelt hatte, der erzählt hat, dass seine Frau schon 20 Jahre tot ist und Ognards die Rebellion anführen und all so ein Käse. Und wir wollen jetzt hier in diese Bucht hinein. Moment, wir müssen, glaube ich, jetzt hier rum. Dann dürften wir eigentlich das Datacron finden. Das eine von dreien. Ich glaube, auf den Startplaneten sind es immer drei Datacrons. Also auf Hutter sind es auch definitiv drei. Auf Corriban sind es, glaube ich, auch drei. Und auf Typhon waren es da auch drei? Ich glaube schon. So, wo ist es denn? Hallo? Hallo? Ah, hier, etwas versteckt. Da ist es. Also bei ungefähr minus 977 und 205. So, und das sieht mir fast so aus. Gelb, was war gelb? Ist es Presence? Ja, es ist Presence. Sehr gut. Na dann, schnappen wir uns das Ding mal. This is one is still active. Use it to improve your presence attribute. Once used, you will no longer be able. Oh mein Gott, ich hab solche Kopfschmerzen. The first great schism. This Datacron holds unheard of power and knowledge collected by an ancient race, blah blah blah. After the Force Wars, when the Jedi Order learned of the destructive power of the dark side, the Jedi devoted themselves to the path of the light. In the early days of the Republic, a young Kashmir Jedi named Xendor defied the Order's code and began experimenting with dark side techniques. Incensed, the Jedi Order confronted Xendor and banished him from Ossus. Xendor, now immensely powerful and full of rage, raised an army on the planet Leto and led it against the Jedi. Not since the Force Wars had the Jedi thought their own. Xendor and the legions of Leto eventually fell in battle. His lover, Arden Lin, was defeated by the Jedi Master Ardrista Pina and placed into a strange stasis sustained by the dark side. Although this first schism within the Jedi was over, it would not be the last. Ja, ja, das ist schon beeindruckend, wie sich diese dunkle und helle Seite gewandelt hat. Das fing ja eigentlich mit dunklen Jedi an. Immer aus dem Inneren heraus. Es ist schon faszinierend. So, wir brauchen noch ein Datacron und dann eigentlich nur noch Moment, Planeten. Genau, zweimal Spezies, das funktioniert ja nicht. Dann brauchen wir eigentlich nur noch den Titel. Und den Titel, das hatte ich ja schon gesagt, den bekommen wir auch nur, wenn wir hier die H2 abschließen. Und zwar die da, Destroy the Beacons. Insofern bin ich jetzt fast geneigt, auch diese H2 noch zu erledigen. Und dann können wir uns ja nochmal dem Datacron widmen. Das sich übrigens auf Manet Point befindet. Ja, insofern, bis gleich. So, wir sind zurück auf der Saprib-Insel und da ist schon das erste Beacon, was wir natürlich auch ausschalten wollen. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal ein bisschen was plaudern zum Thema SWTOR, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, BioWare war zwar auf der PAX East, auf der East PAX, wie auch immer, vertreten, ja, das ist so eine große Messe in Amerika. Ich hatte auch in Hearthstone, über Hearthstone mal gesprochen. Die hatten ja da angekündigt, dass es demnächst eine App geben wird für Smartphones. Das Problem jetzt an der Sache ist, dass dass BioWare zwar anwesend sein wird, um zum Beispiel über Dragon Age zu sprechen, aber nicht über SWTOR. Und das ist schon irgendwo sehr seltsam. Vor allem eben, weil sie ja gesagt hatten, dass 2015 ja das Jahr werden würde für SWTOR. Und wenn man dann gar nichts zeigt, also das mutet schon irgendwo mysteriös an. Keine Ahnung, was sie sich jetzt dabei denken. Auf jeden Fall sind wir Level 11. Juhu. Auf jeden Fall finde ich schon ein bisschen schade. Ich hätte gerne ein bisschen was erfahren. Patch 3.2 ist ja der nächste große Patch und wir sind jetzt schon im dritten Monat.
von 2015 und so allmählich muss doch mal eine Information herkommen. So. Genauso wurde zum Beispiel auch erzählt, dass es neue Informationen zu Star Wars Battlefront geben könnte. Und da habe ich jetzt persönlich noch nichts in Erfahrung bringen können. Zumindest jetzt nichts Neues. Man weiß ja, dass es Raumschlachten geben wird, angeblich, die sowohl dann, also die finden erst an Land statt und dann in der Luft oder eben andersrum, dass man in der Luft oder im Raum startet und dann auf den Planeten fliegen kann. Ist absolut episch und Star Wars Battlefront, ganz ehrlich, da bin ich so gehypt und das wird definitiv Let's Play. Da führt kein Weg daran vorbei. Das werde ich ganz, ganz, ganz groß aufziehen. Ich bin auch immer überlegen, ob ich im Vorfeld dann nochmal Star Wars Battlefront bzw. Battlefront 2 rauspacke und da die Kampagne spiele oder vielleicht mal eigene Maps zeige, die ich damals selbst gebastelt hatte. Da bin ich richtig, richtig heiß drauf. Und dann gibt es allerdings noch eine kleine Diskussion. Wie ihr ja wisst, bin ich ein großer Fan von Gamona.de. Da findet ihr alles Mögliche an Informationen rund um Star Wars und Star Wars The Old Republic. Und da wurde letztens die Frage aufgeworfen, ob man denn echt Geld als Währung, als Bezahlung für Ingame-Credits akzeptieren würde. Das gibt es ja schon in einigen Spielen, auch MMOs besonders natürlich. Und ich weiß, dass bestimmte Seiten wie zum Beispiel MMO.com oder so, da könnt ihr ja Gamecards kaufen, auf billige Art und Weise. Das sind ja meistens also russische Keys. Da kann man auch zum Teil 8 Millionen Credits kaufen für, ich weiß es nicht, ich glaube 40 Euro. Und also ich persönlich weiß ich nicht. Also ich würde es definitiv nicht kaufen. Also Kartellmünzen kaufen für Echtgeld, ja gut, das kann man vielleicht mal machen, vor allem wenn man kein Abonnent ist. Natürlich, sicherlich ist das eine gute Möglichkeit, um dieses Free-to-Play ein bisschen besser an die Abonnenten anzupassen und sich einige Boni freizuschalten oder überhaupt Möglichkeiten, wie zum Beispiel an Warzones jede Woche teilzunehmen. Das kann man alles machen. Aber jetzt 8 Millionen Credits für 40 Euro oder so, boah, ich weiß nicht. Also da wäre mir mein Echtgeld einfach zu schade darum, denn ich kann die Credits hier auch abfarmen und das geht ja jetzt ganz gut in SWTOR. Klar, kommt auch immer drauf an, wie viel man spielen kann. Aber, also wenn ich jetzt sage, ich hätte gern einen Varaktyl und muss dafür 2 Millionen ausgeben, jetzt mal einfach nur als Beispiel, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, ja, dann farme ich eben die 2 Millionen und kauf mir das dann. Also, weiß nicht, das geht schon. Also ich würde nie auf die Idee kommen, dann echtes Geld dafür auszugeben, einfach nur um in einem Spiel Credits zu haben. Also das, vor allem eben, weil ich es ja dort auch fahren kann. Ich verstehe das nicht. So, hinzu kommt ja, dass die Preise im Handelsnetz dann utopisch werden würden. Also das kann ich euch schon mal versichern. Die würden ins Unermessliche steigen. Da kostet dann Varaktyl keine 2 Millionen mehr, da kostet das Varaktyl dann 10 Millionen. Und jemand, der dann kein Echtgeld investiert, naja, der schaut dann erstmal in die Röhre. Das finde ich schon ziemlich blöd. So, blöd hingegen ist nicht, dass wir die H2 abgeschlossen haben, die jetzt abgeben können bei Trevi Potts und dann hoffentlich unseren Lore-Eintrag bekommen, beziehungsweise den Titel. You made it back, huh? I got word that the beacons were out, but I didn't think you'd actually come back in one piece. Guess you proved me wrong. So ships be able to use the port safely again? Not safely, but it's as safe as it ever gets. You earned your money. Don't take this the wrong way, but I hope I won't need you again. I'm hunkering down until they ship me out of here. Got it. I better get moving. Watch yourself out there, all right? Ah, sehr schön. Und wir bekommen sogar neue Schuhe. Na, ist das was? Mentalian. You received this title for destroying the Separatist jamming beacons on Savib Island on the planet of Ord Mental. Supi. Yay, Freude ist groß. Oh. Was haben wir denn da gemacht? Die anderen, die haben wir jetzt auch noch abgeschlossen? Oder es tut mir jetzt voll leid. Hoppala. Hero of Ord Mental. Completed all heroic missions on Ord Mental. Und neue Armschienen. Naja, gut. Dann nehme ich jetzt trotzdem erstmal die da. Oje, oje. Wir haben jetzt doch alle H2-Quests abschließen müssen. Das ist ja der Wahnsinn.
Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Aber gut, okay, also ihr wisst Bescheid. Auch die A2-Quest abzuschließen ist manchmal ein Muss, um den Codex voll zu bekommen. Und wir wollen... wir holen uns jetzt erstmal noch das Datacron, denn ich sehe, wir haben hier noch ein Gebiet, das wir aufdecken müssen, damit wir auch die Karte vollends aufgedeckt haben. Interessanterweise wird uns das gar nicht so angezeigt bei den Planeten. Nö, wir holen uns jetzt noch das Datacron, dann fehlen uns nur noch zwei Spezies und dann war's das. Okay. Seems legit. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir schon aufnehmen, wie lange die Folge geht, aber ich denke, mit einer halben Stunde ist man da ganz gut bedient. Und immerhin konnte ich mal wieder über ein paar Themen quatschen, die mir doch sehr wichtig erscheinen. Also gerade das mit der Pax, das wundert mich dann schon etwas, dass man da überhaupt nichts gesagt hat. Finde ich komisch. Also da erwarte ich mir dann auch irgendwo mehr. Man will ja auch als Abonnent das Gefühl haben, oh ja, in diesem Jahr passiert das und das und das und das. Da kann ich mich drauf freuen. Da lohnt es sich also, Abonnent zu sein. Und nicht sowas wie, sei Ende März Abonnent und bekomm irgendeinen Farbkristall. Das ist zwar auch sehr witzig, aber naja, gut. Mal kurz schauen, wo wir jetzt hier eigentlich genau hin müssen. Wo müssen wir genau hin? Na gut, ich glaube, wir gehen erstmal hoch. Howdy, howdy, allerseits. Ach, da fällt mir ein, ich gucke derzeit House of Cards. Dritte Staffel abgeschlossen. Spannung pur. Und ich will die vierte Staffel. Das ist wirklich das mieseste Gefühl eigentlich, ne? Ihr guckt eine Serie an und die ist noch nicht abgeschlossen. Und dann müsst ihr warten. Dann müsst ihr ein ganzes Jahr warten, bis die nächste Staffel kommt. Das ist so ein gemein. Das ist wirklich gemein. So, jetzt muss ich trotzdem mal ganz kurz schauen, wo ich hier genau hinspringen muss. Ups, da ist ja jemand. Also wo muss ich jetzt genau hinspringen? Wollen die etwa, dass ich hier runterspringe? Muss ich echt runterspringen? Ich glaube ja. Aber dann hätte ich doch gar nicht erst hier hochlaufen müssen. Was soll denn das? Ups. Also hier ist jetzt wieder das Razoron. Da waren wir ja vorhin. Und da muss ich jetzt einfach hier weiter? Hier sind auf alle Fälle solche Separatist Surveyor Droids. Ah, da ist es. Hier, beim Captain. Ja, dann können wir den auch mal besiegen hier, ne, bei der Gelegenheit. Ha, wie sie wegrennen hier. Tired Hostage. Wo rennt denn der hin? Hallo? Lauf doch nicht ins Wasser. Jetzt ist er weg. Ups. So, was haben wir denn noch? Mensch, jetzt Chat, geh doch mal weg. Ist das besser? Nee, das ist viel schlechter. Ah, da ist es. Das letzte Datacron. Ich weiß gar nicht, was das jetzt mir gibt. Vielleicht ja Cunning, vielleicht List. Na? Nein, eine rote Matrix-Chart. Ach ja, genau. Mit denen könnt ihr euch dann nämlich eigene Datacrons basteln. Also solche, ja nicht Datacrons, sondern, ja wie sagt man? Ich habe den Namen vergessen. Hä? The Fall of Teon. Das könnt ihr euch nachher mal durchlesen. Also so selber mal, irgendwann. So, wir haben alle Datacrons. Sehr, sehr schön. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Relikt, genau, ihr könnt euch ein Relikt bauen, das wollte ich sagen. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Das könnt ihr dann, glaube ich, auf Drommund Kaas. Quatsch, auf Drommund Kaas, wir sind ja Republikaner. Also könnt ihr das nicht auf Drommund Kaas, im Gegenteil, sondern auf Coruscant wahrscheinlich. Habe ich aber noch nie gemacht dort. Aber das, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu. So. Ja, ne? Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist zum Shuttle zu gehen. Oder hier noch wenigstens vorher das Gebiet zu entdecken. Aber an sich haben wir alles. Wir haben alle
Sachen gefunden. Alle Lore-Einträge, die man jetzt finden kann. Wie gesagt, ne? Also die beiden Spezies, die fallen leider aus. Die sind buggy. Aber ansonsten ist doch super. Hervorragend. Sehr, sehr schön. So. Ich glaube aber, dass hier mit dem Chasing Scarback, das machen wir dann morgen. Da gibt es dann morgen mal eine Folge, wo wir das noch abschließen und, Moment, ich muss gerade schauen, wo es hier genau hochgeht. Ich glaube, hier kam man auch schon hoch. Ja, genau, hier kam man auch schon hoch. Genau, machen wir morgen dann den Port mit der letzten Mission und dann geht's auf die Flotte. Und dann machen wir morgen eine Folge, wo wir auf der Flotte ein bisschen rumtänzeln. Und dann kommt noch eine Folge mit dem Flashpoint und dann müssten wir eigentlich auch schon wieder auf Coruscant sein. Hier, komm doch mal hoch jetzt hier. Komm doch mal hoch jetzt hier. So. Gibt's hier noch einen Eintrag? Wäre sehr schön. Hallo? Gibt es einen Eintrag? Gibt's hier keinen Eintrag? Ah, Explorer of Ord Mantell. Jawohl, sehr schön. Uncovered all map areas of the planet Ord Mantell. Ne? Also da einfach mal hier hochklettern. Ihr habt es ja gesehen und dann seid ihr auch hier oben. Hier gibt es aber an sich nichts weiter. Wobei ich sagen muss, das wäre eigentlich auch ein schöner Ort für einen Datacron gewesen. Ne? Wenn man mal so sein soll. Na egal, wir haben eine schöne Aussicht. Und morgen noch ein letztes Mal auf Ord Mantell. Ja, wenn wir dann ins Shuttle steigen. Ansonsten danke ich euch vielmals für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr hier dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr konntet einiges an Lore-Einträgen noch mitbekommen, was ihr vielleicht vorher nicht so richtig wusstet oder ihr wart zu faul, um zu googeln, denn ihr findet da auch bei Google allerhand schon. Also das ist auch eigentlich relativ simpel gestrickt. Trotzdem denke ich, war das ganz schön, dass ich das hier mal auf Video aufgezeichnet habe. Außerdem konnte ich ein paar schöne Themen ansprechen, wie ich finde. Da interessiert mich natürlich wieder eure Meinung, ne? Also gerade was das Thema anbelangt, wie Echtgeld, Währung in SWTOR oder aber zum Beispiel, was ihr euch noch erhofft im Jahr 2015 von SWTOR. Wie steht ihr zu Battlefront? Hättet ihr vielleicht da auch Interesse, dass ich das auch jetzt schon let's playe? Wäre das vielleicht was? Denn das ist auch so ein Spiel, da kann man mal eine schnelle Runde aufnehmen und die dann schnell hochladen. Ja, das geht in 10 Minuten oder 15 Minuten. Da könnte man mal überlegen, ob man sowas macht. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, ne? Und wenn doch, dann habt ihr zugehört, ihr wart aufmerksam, ihr könnt drunter schreiben. Da freue ich mich immer wieder aufs Neue. Danke euch nochmal und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge mit unserem sexy Schnurrbart Selvig und dem Spiel Star Wars The Old Republic. In diesem Sinne, macht es gut, bis dahin, euer GigaGrizzy. Ciao, ciao.